Herzlich willkommen zum Rückblick auf die erste Sessionswoche von der Frühlingssession 2018. Das Angebot an Gentests hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Darum hat es eine Überarbeitung des bestehenden Gesetzes gebraucht. Wir haben uns in dieser Überarbeitung immer eingesetzt für einen restriktiven Persönlichkeitsschutz. Wir sind mit den Minderheiten leider meistens unterlegen. Der einzige Erfolg, den wir wirklich haben drin, ist, dass die Versicherungen keinen Einblick dürfen haben in die vorhandenen Gentests. Eine Motion aus dem Ständerat fordert, dass wir die Strafen für Raserdelikte lockern. Dort ist es darum gegangen, dass wir Freiheitsstrafen aufheben. Und das Zweite war, wir hat gar nicht ausprobieren, Alkoholtestgeräte in den Fahrzeugen. Leider hat sich eine Mehrheit für die Motion ausgesprochen, die wir abgelehnt haben. Wir waren sehr enttäuscht über die Ablehnung von zwei Motionen. Die Motionen haben gefordert, dass keine Rüstungsgüter in Länder, die mit Jemen im Krieg waren, dürfen geschickt werden. Die Mehrheit des Rats schaut das nicht so an. Für sie besteht eher keine Gefahr drin und die wirtschaftlichen Interessen die überwiegen. Die Initiative will, dass wir die Velowagen fördern. Der Bundesrat hat einen Gegenvorschlag gemacht, der heute im Rat mit 121 zu 61 Stimmen ist angenommen worden. Und das freut uns besonders. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Auf Wiedersehen.